Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Wargroove. In der letzten Folge hat Emmerich eine, ja, furiose Schlacht gegen seine alte Freundin Tenri, so hieß sie ja, glaube ich, geführt und hat letztlich verloren, weil Tenri bzw. wir einfach too strong war. Nee, aber es war schon echt ein cooles Duell, muss ich sagen. Hat mir nochmal eine Ecke besser gefallen als das Duell, was wir zwischen Mercia und Nuru hatten. Jetzt werden wir hier die zweite Nebenmission starten und das ist eine wilde Vorgeschichte. Ein kleinlauter Ryota versucht sich zu erklären. Und offenbar haben wir Setch wieder im Spiel und spielen ihn sogar, so wie es hier aussieht. Was mich ja noch mehr überrascht, aber schauen wir mal. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ha! Hat jemand was gesagt? Nur zu, Ryota. Ich möchte mich entschuldigen. Please forgive me. Ich hoffe sehnlichst, dass ihr mir meine unangebrachten Vorurteile vergeben könnt, Nuru. Vielleicht. Red nur weiter. Ich habe bislang nur einen Vertreter eures Volkes kennengelernt. Sedge. Einen Floraner namens Sedge. Oh Gott. Ja, und da haben sie sofort ihr 5G. Ihre Vietnam-Flashbangs. What? Sedge? Mit dieser verkorksten Person habe ich absolut nichts gemein. Oder gemeinsam. Yes. Das ist mir nun auch bewusst. Woher kennst du denn diesen Knilch? Wir sind uns vor einigen Monaten begegnet. Okay, und ich spiele jetzt Setch? An der Grenze zu Himmelsang. Wer ist da? Braucht ihr Hilfe? Setch und Hilfe. Ihr seid nicht im Bedrängnis? Yes. Oh doch. Der arme Sedge ist in Bedrängnis. Er ist hungrig. What? Werter Herr, ich verstehe nicht, was ihr meint. Armer, hübscher Soldatenjunge. Er kennt nicht, wenn der Wolf vor seiner Tür steht. Step back. Ihr befindet euch auf Hoheitsgebiet. Ja, auf wessen Hoheitsgebiet? Es tut mir leid, aber ihr müsst umkehren. Hast du Angst? Wie vernünftig von dir. Oh nein. Wir spielen tatsächlich Sedge gegen Ryota. Sedge, Angst! Sedge hat Hunger. Wo bleiben denn die Soldaten aus Himmelsang? Es ist ein Fehler, die Streitkräfte Himmelsangs herauszufordern. Wir werden euch besiegen. Zerstöre die gegnerische Festung oder besiege Ryota. Auch hier hat er einen massiven Vorteil. Ich meine, zum Glück hat er wenigstens, und das ist ein Vorteil für uns, hat er wenigstens keine Units. Bis auf jetzt Ryota. Aber es wird auch für ihn eine Weile dauern, bis er aus diesem Gebiet hier rauskommt. Wobei er halt schon direkt, er hat direkt schon das Luftvieh-Ding hier, ne? Das ist schon ziemlich mies. Aber wir werden uns ihm annehmen. Seiner annehmen und werden mal gucken, ob wir das Ding schaukeln können. Ein Hund und ein Bogenschützen kriegt er jetzt hier. Holt er sich jetzt hier raus. 14 Züge. Okay. Ich will erstmal Geld haben. Ich hole mir einen Wagen. Die Wagenstrategie funktioniert einfach. Man könnte jetzt zum Beispiel alles mit Wagen zustellen und dann direkt dahinter irgendwie Bogenschützen oder sowas. Leute, das klappt einfach. Es würde einfach funktionieren, weil diese Wagen nicht mal wirklich wenig aushalten. Ne? Das ist ja das Überraschende. Dazu haben wir uns mal einen Schamanen, denn den werden wir auf jeden Fall brauchen. Da ist ja schon der erste Aeronaut. Ist hier am Horizont. Da müssen wir natürlich aufpassen. Was war nochmal? Die Fähigkeit kann natürlich sehr krass sein, ne? Der Groove von Sedge. Also man richtet ja 35% Schaden an. Und wenn es einem gelingt, die gegnerische Einheit dabei zu töten, darf man direkt den Groove behalten. Und das ist natürlich sehr stark. Bisschen nervig, dass unser Turm in der hintersten Ecke hängt. Also alleine die Lufteinheiten hier rauszuholen, wird schon eine Weile dauern.
So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Den werden wir mal eben hier hinsetzen. Und jetzt, ja, so wahnsinnig mehr haben wir dann auch nicht. Ich hole mir, glaube ich, mal noch einen Hund dazu. Und hier einen Spießling. Und wir bewegen uns hier. So, das für den Anfang. Er wird jetzt wahrscheinlich... Okay, er macht tatsächlich nichts, was mich... Hä? Ich wollte gerade noch sagen, er macht nichts, was mich jetzt so groß überraschen würde. Und dann kommt einfach der Move, dass er alle Einheiten vorzieht. Das ist schon ein bisschen verwunderlich. Denn ihm muss ja klar sein, dass wir jetzt einfach alles angreifen können. Und natürlich greife ich als erstes mal den Bogenschützen an. Der muss einfach weg. So einfach. Warum ergetzt ihr euch so an Zerstörung? Das ist weit genug, Bestie. Setch ist anderer Meinung. Okay. Das ist auf jeden Fall gut genug. So. Den Wagen stellen wir hier hin. So, und dann holen wir uns noch einen Schamanen dazu. Denn es kann ja durchaus sein, dass der Schamane jetzt in der nächsten Runde ziemlich lediert wird. Und dann brauchen wir den nächsten für den Aeronauten hier. Laubflügler. Ja. Ich denke, das lassen wir so erstmal stehen. Das war klar. Er wird natürlich jetzt viel versuchen, um Setch kaputt zu machen. Die konzentrieren sich ja immer relativ viel auf den Kommandanten, wenn sie es eben können. Was durchaus auch ein Vorteil sein kann. Rosa nimmt sich den Karren vor. Nicht mal das reicht, tatsächlich. Das ist schon... Ja, der Karren ist leider platt, aber... Ja, das hätte ich nicht gemacht. Ich lasse ihn einfach mal machen. Er muss es am besten wissen. So. Jetzt haben wir natürlich reichhaltige Möglichkeiten. Das erste, was wir vielleicht tun können, ist das. Relativ wenig Schaden irgendwie. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ich habe schon erwartet, dass er die einfach komplett killt. Weil das Gute ist, wir sind nur noch einen, quasi einen, also 100 Ertrag hinter ihm. Wir könnten den theoretisch schon ziemlich... Ja, es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Ich baue mal einen Schießling erstmal. Der Groove ist bei 75%. Wir dürfen den nicht vergessen. Der wird gleich dann auch angreifen. Wir müssen das Ding einfach killen. So, der Groove ist fertig. So, und was man jetzt machen könnte, wäre... Warte mal. Okay. Wir könnten jetzt den hier hinstellen. Wir könnten den angreifen lassen. Das ist immerhin ein bisschen Schaden. Es ist nicht besonders viel, aber es ist ein bisschen Schaden. Und der Hund bleibt noch stehen. Das heißt, er kann in der nächsten Runde auf keinen Fall Setch angreifen. Das ist
jetzt, egal was er tut, er kann Setch nicht angreifen, was für uns natürlich ein Vorteil ist. Auch wenn wir jetzt im Prinzip den Hund geopfert haben. Doch, er kann Setch angreifen, fällt mir gerade auf. Aber so nicht. So wird's nichts. Ja, das war jetzt auch nicht toll. Okay, da greift den einfach an. Aber auch der bleibt noch stehen. Und solange die noch stehen bleiben, kann ich sie auch heilen. Das ist jetzt... Das stört mich nicht so besonders. Aber... Oh je. Setch Groove ist bereit. Setch kann schwer angeschlagene Einheiten den Rest geben. Wenn Setch Opfer stirbt, erhält Setch sogar noch einen weiteren Zug. Ah, okay. Er kriegt einen weiteren Zug. Ich dachte bisher, er kann seinen Groove dann nochmal einsetzen. Vielleicht ist es auch nur falsch ausgedrückt. Oder? Was steht hier genau? Danach kann er allerdings unter Umständen beliebig oft genutzt werden. Ah ja. 35% ist natürlich echt viel. Okay, wir ziehen den mal eben rüber und machen jetzt mit ihm mal den. Ich hole mir nochmal einen Hund. Richtig? Time to run! Das ist so ärgerlich, weil er quasi fast tot ist, wir aber ihn nicht tot kriegen. Das hört sich okay gerade nicht an. Ich meine, er wird wahrscheinlich gleich auch seinen Groove einsetzen. Deswegen müssen wir jetzt den tatsächlich mal wegstellen. Wie viel Leben hat die einer noch? 35. Ja, die ist auf jeden Fall tot, wenn ich angreife. Er kann sie da auch angreifen. Da muss ich ihn hier hinstellen. Ich will halt nicht in diese blöde Linie kommen, die der Ryota hier zieht. Okay, scheiße. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Na klar, er zerlegt erstmal den. Hätte ich wahrscheinlich auch an seiner Stelle auch gemacht. Aber ich hätte halt... You'll never see me coming. Okay, er ist extrem dumm, weil er jetzt wahrscheinlich tot ist. Denn wir können ja jetzt einfach so machen. Und dann so. Und dann machen wir einen kritischen Treffer und er ist tot. Also wahrscheinlich. Wie dumm er ist, oder? Ja, easy. Besiegt von Matschkläffern. Was soll man dazu noch sagen? Der hübsche Soldatenjunge war Setch nicht gewachsen. No. Ihr habt diese Männer besiegt, doch Himmelssang wird euch nicht in die Hände fallen. Ja. Himmelssang? Setch interessiert sich nicht für Himmelssang. Nur für diese süßen und saftigen Soldaten. Ist er dir? You're a monster. Ihr seid ein Monster. Yes. Ja, ein heiß, hungriges Monster. Also er hat nicht Hunger auf Kampf, sondern er frisst die wirklich. Und wisst ihr, was das Schlimmste an heiß, hungrigen Monstern ist? Sie holen sich immer einen Nachschlag. Zurück zum heutigen Tage. Tut mir leid, Ryota, das klingt ja schrecklich. Klingt nach Setch. Es war eine vernichtende Niederlage durch die Hand eines niederträchtigen Feindes. Offensichtlich hat diese Erfahrung mein Urteilsvermögen getrübt. Tja, Setch kann einen ziemlich starken Eindruck hinterlassen. No.
Ich hätte dennoch nicht... Ich möchte mich uneingeschränkt entschuldigen. Ich werde mich nicht noch einmal so blenden lassen. Nun kenne ich euch und empfinde größten Respekt vor euch, Jägerin Nuru. Und für euch, Königin Mercia. Och, jetzt aber Schluss mit dem Geschnulze. Schwamm drüber. dieses Glänzen in den Augen. Ja, also dafür habe ich auch wirklich ein S verdient. Denn wir hatten ja, glaube ich, 14 Züge Zeit gehabt. Du kannst Setch jetzt in der Arcade spielen. Will ich gar nicht, denn der ist einfach mies. So, meine Freunde, und wir sind mittlerweile bei Akt 5. Emmerich und Koji treffen jetzt gemeinsam auf einen Gegner, dem sie eigentlich entkommen waren. So, das kann nur Ragnar sein oder Siegfried. Eins von beiden. Gipfel der Gefahr. Hey! Emmerich, ich meine... Verehrter Herr Emmerich, kann ich einen Augenblick mit euch sprechen? Your Highness! Selbstverständlich, Euer Hoheit. Ich wollte euch nur sagen... I've messed up! Es tut mir schrecklich leid, dass ich gegen euch gekämpft habe. Ich hab's vermasselt. Bitte grämt euch nicht darüber, mein Prinz. Es ist mir immer eine Freude, mich mit einem Mitglied der Kaiserfamilie von Himmelsang zu messen. Und wenn ihr mir die Beobachtung gestattet, ihr seid ein beeindruckender Kämpfer. Vielen Dank, mein Herr. Nun sollten wir wirklich zu Mercia aufschlagen. Nein, es ist doch Setch. Oh, fucking shit, ey. Ihr dachtet, ihr könnt euch einfach so davon stehlen? Setch. Aber niemand entkommt Setch. What? Ihr seid Setch? Ihr habt hier nichts verloren. Ihr seid in Himmelsang nicht erwünscht. Warum verfolgt ihr uns, Setch? Grün Daumen hat. Grün Daumen? Ha, dieser saftlose Stumpf von einem Floraner. Grün Daumen kann Setch nicht mehr aufhalten. Setch ist entfesselt. Emmerich, er hat Riesen dabei. Was sollen wir tun? Koji, ihr müsst Setch für mich aufhalten. In diesen Bergen leben Drachen, die uns helfen können. Ich werde sie suchen. Aber ich... Jawohl, Herr Emmerich. Ihr seid wahrlich der Sohn eurer Mutter. Let's go, Tenko! Okay, wir müssen ihn also irgendwie aufhalten, ja? Koji, ich zähle auf euch, dass ihr Setch und seine Truppen aufhaltet. Kein Problem, Herr Emmerich. Ich werde euch nicht im Stich lassen. In der Zwischenzeit werde ich nach Süden zu den Drachen reisen. Mit ihrer Hilfe sollten wir Setchs Riesen mühelos bezwingen können. Bitte die Drachen um Hilfe und besiege Setch. Das ist wieder so eine sehr interessante Mission. Also er hat offensichtlich keine eigene Basis, wird aber mit immer mehr Truppen nachrücken. Und wir müssen natürlich irgendwas tun, um die Riesen aufhalten zu können. Das können wir ausschließlich mit den Drachen, die wir hier haben. Der Weg ist zum Glück nicht so weit. Wir können allerdings mit Koji selbst hier nichts erreichen. Denn wir kommen hier nicht rüber. Ich denke zumindest, dass wir hier nicht rüberkommen. Wobei es so aussieht... Theoretisch? Nee, nur für Luft- und Marineeinheiten passierbar. Also hier kommen wir tatsächlich nicht durch. Von daher brauchen wir da gar nicht irgendwie versuchen, was zu drehen. Wir brauchen... Oh, Tigerlanze heißen die. Falkenauge. Die Namen gefallen mir hier. Oni. Tribok. Tribok wäre natürlich ganz geil, ne? Ja, ich nehme an, wir holen uns den Tribok. Den brauchen wir auf jeden Fall. Ja, dann nimmt Zetsch seine ersten Gebäude ein, aber wie gesagt, er wird ja zum Glück keine Einheiten bauen. Also die können nur nachspawnen in irgendeiner Art und Weise. Weil er keine Kaserne hat. Okay, sie spawnen auch nicht zu knapp nach. Das ist natürlich ein Problem. So. Da haben wir erstmal unseren Tribok. Das Geile ist, wir könnten theoretisch ja auch eigene Riesen bauen. Was mir gerade erst aufgefallen ist. So.
nächste Runde. Warte mal, wie lange haben wir? 16 Runden. Na, mal gucken. Setch selbst muss natürlich erstmal in Erscheinung treten, denn bisher sehen wir ihn ja gar nicht. Wir sollen ihn besiegen. Aber wenn er hier nirgendwo zu sehen ist, dann wird das schwierig. Ja, wir müssen die... Da, jetzt hat er sogar Flugeinheiten. Wir müssen die, unsere Häuser hier so lange genießen, wie wir können, denn das Problem ist natürlich einfach. Das nervt auch schon wieder hier. Befindet sich gerade so außerhalb der Reichweite, ne? Wobei, warte mal, theoretisch ist seine endet seine Reichweite hier. Das heißt, ich kann hier reingehen. Und er kann mich hier nicht angreifen. Ich kann ihn dann aber... Na, mal gucken. Jetzt mal hier lang. So, und den holen wir uns hier natürlich nach oben. Und so wie es aussieht, brauchen wir jetzt aber dann eben auch einen Sturmwehr. Nicht schlecht. Ja, die werden uns gleich geklaut. Auf dem Weg von den Golems werden die uns geklaut. Da haben wir gar keine Chance. Ja, jetzt sogar schon. Die hat uns sehr schnell eingeholt. Ja. Aber er kann halt absolut nichts gegen die Drachen tun. Jetzt mal abgesehen von seiner Harpie hier und den Magiern. Von der immer mehr spawnen. Jetzt die Frage, was schneller geht, ob wir versuchen, hier durchzukommen. 3. Und er hat nur 4. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall 3 Runden. Oh, ja, das ist Quatsch. Dann können wir wenigstens den noch einnehmen. 1, 2, 3, 4. Wir kommen auf jeden Fall hier. Dann haben wir die Drachen. Und dann haben wir auch eine Chance. So. Scheiße, dass wir den Tribok nicht kriegen, ne? Ich ziehe mich jetzt mal wieder so ein bisschen zurück. Und werde nochmal eine Balliste dazu bauen. Die kann ja auch Fernkampfschaden machen, das ist ja ganz nett. Interessante Mission, aber ich mag es immer, wenn man so Kommandanten oder so im Verbund spielt. Sowas wie jetzt beispielsweise hier Emmerich und Koji. Wenn man verschiedene... Also in Advance Wars war das zum Beispiel so, glaube ich, in der letzten Mission hat man alle Alliierten gespielt quasi. Und ich nehme mal an, also ich droppe jetzt einfach mal die Vermutung, dass es in Wargroove genauso sein wird. Weil das für mich bisher so aussieht, als wenn das sehr in die Pfade von Advance Wars gehen würde. Und also, ich fände es cool, muss ich sagen. Ich fände es wirklich cool. Okay, den schießen wir erstmal ab. So, und ich würde jetzt tatsächlich meinen Reiter opfern. Einfach nur, damit der Tribok weg ist. So, und er hat jetzt hier nicht mehr besonders viel Leben. Das macht mir eigentlich keine große Sorge. Ich glaube, ich stelle ihn einfach nur hier so hin. Ja. Mache ich auch. Der müssen wir ein bisschen nach vorne. So, und dann hole ich mir jetzt einen neuen Reiter. Du musst am besten da stehen bleiben, wo du stehst. Ja. Das ist tatsächlich für dich gerade mal die beste Position. Wenn ich den Turm besetze, werden die Drachen unseren Befehlen gehorchen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, es dauert auch nicht mehr lange. 2 Runden müssen wir noch aushalten. Okay. Damit greift er den Reiter an. Das gibt uns natürlich ein bisschen Zeit, die Balliste in Position zu bringen. Greift Koji an. Das dürfte nicht besonders von Erfolg gekrönt sein. Let's go, Tenko! Und... Wusch.
Perfekt. Ja, der hängt uns richtig am Arsch. Aber wie gesagt, wenn wir die Drachen haben, hat er ein echtes Problem. Den zieht er zurück. Reicht aber nicht mal. Eventuell können wir den Reiter sogar noch retten, wenn er jetzt nichts anderes mehr tut. Und kommen noch mehr Einheiten? Ja. Okay, und da ist Setch auch. 1, 2, 3, 4. Okay, in der nächsten Runde können wir dann die Drachen holen. A tactical advantage. Und mit denen werden wir dann erstmal hier alles wegfegen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir werden den als erstes mal hier komplett hochziehen. Dann... Solange die hier meine Tribok nicht erreichen können, ist mir das alles egal. Uff. So, jetzt müssen wir den noch ein bisschen besser in Position bringen. Ich hätte gerne, dass er... Ich lasse ihn jetzt mal hier kampieren. Also der wird wahrscheinlich eher den angreifen, vermute ich mal. Der hat auch eine krasse Reichweite. Da könnte der rankommen, aber kann er meinetwegen auch probieren. Den lassen wir so stehen. Ja, ist okay. Ich denke, die Runde schaffe ich. Ja, soll er doch. Let's go, Tenko! Die kommen halt alle in Reichweite meines Tribox. Der einzige Benefit für ihn, dass er die Dörfer einnimmt, ist halt einfach, dass ich sie nicht habe. Der Rest ist quasi egal. Weil er kann mit dem Geld, was er da erwirtschaftet, kann er natürlich nichts anfangen. Und er könnte eventuell seine Units heilen durch das Kampieren. Ja. Jetzt ist es auch wirklich kurz vor knapp. Jetzt ist es wirklich kurz vor knapp. Setch wird euch leiden lassen. Turm. This should be advantageous. Mächtige Drachen, wir erbitten euren Beistand in Zeiten der Not. Werdet ihr uns helfen? Wow. Thank you. Vielen Dank. Natürlich helfen uns die Drachen. Nun, da sie sich uns angeschlossen haben, können wir sie unserem Feind vorstellen. Indem wir einfach alles zerstören. Ich find's halt so krass, dass... Ach, die machen kritische Treffer, weil die auf der Straße stehen. Stimmt ja. Ja, die Drachen sind mega. Hui, diese Drachen sind unglaublich. Der Finsterriese hatte keine Chance. Wir sollten sie mit Bedacht einsetzen. Das werdet ihr bereuen. Ja. Den anderen werde ich schon rüberziehen. Den können wir schon langsam in diese Position bringen, damit er hier unterstützen kann. Denn man kann, glaube ich, schon sagen, dass es gleich ziemlich hässlich werden wird. So, was machen wir mit dem? Am besten würde ich sagen, machen wir den kaputt.
So, Koji, du holst dir ein bisschen Leben zurück. Oh, er kann sogar das angreifen, okay. Na, wir hauen erstmal den weg. Ich frage mich gerade, was hatte Koji für eine besondere Fähigkeit? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Spatzenbomben. Koji entsendet zwei Flugbomben, deren Sprengung Gegner in der Nähe 50% seines höchstmöglichen Schadens zufügen. Okay. Und die kann man dann kontrollieren, wie Units oder was? Klingt gerade ein bisschen so. Ja, wir brauchen gleich auf jeden Fall auch ein bisschen Geld. Also, das einzige Problem, was wir halt noch haben könnten, ist dieser Magier. Also wenn das jetzt alles ist, was er noch schickt. Dieser Magier, die Hexe und seine vier Aeronauten. Wenn wir die noch irgendwie klein kriegen, dann ist er ziemlich erledigt, muss man sagen. Also dann kann nicht mehr viel passieren. Ist halt ein bisschen nervig, dass unsere Balliste nicht so ganz gut steht. Und dass er theoretisch er kommt halt. Ja, wir müssen die schützen. Das nützt nichts. Wir müssen sie schützen. Ich muss den Tribok schützen. Wenn der Tribok down ist, dann bin ich auch down. War zu befürchten. Aber wir sind im Wald. Deswegen leben wir wenigstens noch. Ja, der ist jetzt weg. Aber den kriegen wir gleich tot. Mit unserem Magier. Oh je, das wird echt hässlich. Das wird nicht einfach. Jetzt greift er noch den Tribok an, allerdings nicht besonders stark. Das ist der einzige Vorteil. Okay. Den haben wir jetzt da. Könnt ihr den wegkloppen? Sollte ich vielleicht auch machen. Der kann nicht angreifen. Die können ihn nicht angreifen. Okay, wir machen den erstmal weg. Den Schieber holen wir uns auch hier hoch. Ich brauche auch irgendwie noch ein paar Fernkämpfer. Irgendwie was in die Richtung. Den hauen wir weg, wenn wir es können. Denn wie gesagt, einige der wenigen oder eine der wenigen Units, die mir noch irgendwie gefährlich werden können. So. Ja, ich glaube, hier lasse ich es auch bei. Also den letzten Drachen, den können wir auch schon rüberziehen. Emmerich holt sich gleich noch mit dem letzten Drachen zusammen hier die Häuser, wenn wir das noch schaffen. Let's go, Tenko! Ja! Und wir versuchen hier ein wenig die Stellung zu halten. Es wird natürlich schwer, denn wie gesagt, der kann gleich auch angreifen. Zum Glück sind die Golems noch nicht ganz da. Definitiv weg. Aber die Anzahl der Units, die uns noch gefährlich werden können, die nimmt auf jeden Fall ab. Das ist das Entscheidende. Ja, ich befürchte den Tribok. Wir könnten ihn theoretisch verlieren, wenn er nicht jetzt Koji angreift, was auch sein kann. Mal abwarten, das wird spannend.
Das wird sehr spannend. Er greift Koji an und das ist mega gut. Klingt zwar merkwürdig, aber es ist einfach mega gut. Weil wir dann jetzt gleich... Okay, er ist mega am Arsch. Wir können mit dem Tribok den erledigen. Ja, es wird jetzt natürlich... Langsam wird es natürlich echt hässlich. Vor allen Dingen der ist das Problem. Solange die Hexe da rumsteht, kann ich die Drachen nicht einsetzen. Also, du musst weg. Du musst auch am besten weg. Das ist dämlich. So, wir brauchen noch einen Sturmbär. Dich hole ich jetzt mal... Wie weit? Dich hole ich hier hin. Das nützt alles nichts. Die werden gleich den Magier killen, was kacke ist. Schaden eventuell. Ja, müssen wir mal machen. Oder soll ich den schon... Nee, ich zieh den noch nicht rüber. Nein! Sowas Unfaires. Aber der ist fast kaputt. Ich setze den Hund, glaube ich, mal hier hin, um den Tribok zu schützen. Du kampierst nochmal eine Runde. Ich meine, klar, ich könnte jetzt einen Drachen hier irgendwie hinziehen und da schon was kaputt machen, aber... Ich würde es eigentlich ungern tun. Die Reichweite einfach, ne? Die Reichweite ist einfach fies. Ich brauche den in der Reichweite. Ich brauche den in der Reichweite. Wenn der weg ist, dann kann ich angreifen. Größtenteils zumindest. Naja, wir können uns zur Not ja auch noch ein bisschen weiter zurückfallen lassen. Das war zu befürchten. Der ist auch tot dadurch. Oh, das habe ich nicht kommen sehen. Ist aber tatsächlich für mich ganz gut. Okay, er zieht seine Units ein bisschen zurück. Interessant. Dieser verflixte Wichser. Wir können ihn nicht erreichen, weil er zu nah ist. Wir können ihn nicht erreichen, weil er zu nah ist. Das ist doch nicht wahr. Wir müssen jetzt irgendwie Damage machen. Erstaunlich gut für Reiter. Das ist so ärgerlich. Wirklich richtig ärgerlich. Ja, wir müssen jetzt leider den ja... Den müssen wir leider jetzt wegprügeln. Okay, er hat seine Dings fertig, aber... Das nervt so unglaublich. So, wen greifen wir damit an? Das
Setsch wäre natürlich auch ganz cool, aber... Den. Wenigstens ein paar seiner krassen Units nehmen. ...36. Er könnte ihn töten, aber vielleicht halt auch nicht. Ah, die werden ihn alle angreifen können. Das ist halt mega scheiße. Solange es hier nur so ein paar Harpien sind, okay. Wir müssen es so machen und natürlich tötet es ihn nicht, aber es macht ihn ein wenig schwächer. Nein, wie konnte ich denn so dumm sein? Ah! Jetzt muss ich das Ding tatsächlich hier hinstellen, damit ich überleben kann. Weil er nämlich angreifen kann und er auch. So, dem. So. Ich glaube, das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Den holen wir jetzt auch noch dazu. Und du... Wir könnten den auch hier vorschieben. Hier. Jetzt hat er noch zwei Trieböcke und zwei Golems, die mir irgendwie Angst machen. Der Rest ist, glaube ich, den kann man vernachlässigen. Wobei jetzt die Frage wäre, verlieren wir, wenn Koji tot ist? Ich glaube nämlich nicht mal. Okay. Okay. Das dürfte jetzt tot sein. Leider. Er greift nicht den Drachen an. Okay, mega. Okay, es ist eigentlich unfassbar. Es ist eigentlich wirklich unfassbar, aber es steht einfach noch unser Tribok immer noch. So, der ist jetzt weg. Der wird weggemacht. Den holen wir uns jetzt wieder. Er kann gerne versuchen, da nochmal was gegen zu tun. Aber er hat jetzt halt auch... Er hat jetzt auch wirklich nicht mehr so besonders viel, was er noch machen kann. Gegen die Drachen. Er hat halt die Bogenschützen. Und die Harpie. Ich glaube, hier ist es wirklich klar, was ich angreife.
1% Schaden, wow. Ja, den holen wir nochmal mit nach oben. Wir haben 700 Gold. Oh, Ballon. Ganz neu. Haben wir auch noch nicht gesehen. Lufttransporter kann Fußsoldaten und Hunde befördern. Ich habe einen Ballon gebaut. Eine wahrlich nützliche Einheit. Der bietet genug Platz, um zwei Einheiten beliebiger Größe zu befördern. Super. Ja, hätte ich das mal vorher gewusst, ne? Dann hätte ich Emmerich schon vorher geholt. Und wir holen uns jetzt erstmal ein bisschen Leben, sonst ist der nämlich gleich tot. Ja, wir zerstören jetzt erstmal den Golem. Können nicht angreifen. 1, 2, 3, ohne sich zu bewegen. Also machen sie keine kritischen Treffer. Außer der. Der könnte. Theoretisch. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, ich beende das mal so. Koji kann seine Fähigkeit einsetzen. Kann die Balliste eigentlich zurückschießen in dem Fall? Nee. Immerhin minus 2 Deckung. Ja, das war zu befürchten. Oh, das war nicht mal wirklich effektiv. Okay, da brauche ich ja gar nicht so große Angst haben. Vor allen Dingen stehen die Deppen jetzt auf der Straße. Ich würde sagen, es sieht ganz gut aus. Euer Groove. Welche Erfindung hat der Prinz von Himmelsang denn ersonnen? Also wisst ihr, ich habe da diese zwei fliegenden Bomben. Endlich mal eine Technik, die ich verstehe. Passt nur auf, dass Caesar die Dinger nicht apportiert. So. Den holen wir jetzt erstmal rüber. Ja, die Frage ist natürlich... Kann ich die sofort bewegen? Jo. Natürlich geil, ne? Das ist natürlich geil gelaufen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also. Den kriegen wir tot, okay. Der Golem ist weg. Um den muss ich mir keine Gedanken machen. Die sind platt. Warte mal, komme ich mit, wenn ich den hierfür einsetze, komme ich dann an den, ja. Wir holen jetzt noch einen Sturmbär. Ja, und wir holen uns gleich Setch hier. Ja, jetzt fängt er an, irgendwie wahllos Gebäude anzugreifen. Emmerich ist der. Wow. Noch mehr Sturmbären, bis du ertränkst in ihnen. Oder ertränkt wirst.
krass, wie wenig Schaden die Gegner machen. Aber gut, er hat sich extra auf den Berg gestellt. Aber die Spatzenbomben von ihm hier, die sind ganz geil. Ich habe das Gefühl, die kann man wirklich gut nutzen. Oh, jetzt hat er das sogar kaputt gemacht. Aber das ist natürlich zu viel für ihn. Und weg das Ding. Muss er doch langsam mal dran glauben. Es reicht immer noch nicht ganz. Ha, er macht aber einfach kaum noch Schaden. Das ist schön. Das ist aber auch eine deprimierende Folge für Setch, ey. Wobei die erste hat, ja gut, in der Nebenmission hat er ja sogar gewonnen. Aber jetzt wird er mal wieder von unserer Heldengruppe erledigt. Das ist gerade euer Ernst. Willst du mir sagen, die schaffen das sogar theoretisch? Das wäre echt schlimm. Ja. Der Tribok hat die Ehre. Boom. Wir haben es geschafft. Yes. In der Tat, Euer Hoheit. Ich bezweifle, dass Setch uns noch einmal behelligen wird. Das ist nicht das Ende. Setch hat euch durch Wald und Flur und Hügel nachgesetzt. Durch Nebel, Sumpf und Berge. Wo immer ihr auch hingeht, Setch wird euch folgen. Nichts hat sich geändert. Setch bleibt euer Schatten. Schatten verblassen, Setch. Sieg! A-Rang! Nice! Oha, wir haben wieder Nebenmissionen. Reichlich, wie es aussieht. Du kannst Koji in der Arcade spielen. Cool. Was haben wir für eine Nebenmission? Da spielen wir Ryota. Ryota will eine seit langem offene Rechnung endlich begleichen, ein Blümchen zu rupfen. Das könnte wieder gegen Setch sein. Was haben wir hier vorne? Verbissener Verfolger. Die Banditen können es nicht lassen, also muss Caesar mal wieder seine Truppen versammeln. Geil. Und hier? Ein Hafen in Gefahr. Mercia und ihre Begleiter möchten zu ihrer Flotte stoßen, aber der Hafen wurde überrannt. Da werden wir wahrscheinlich demnächst zum ersten Mal die Seeeinheiten spielen, die es ja in dem Spiel auch gibt. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Es gibt auch noch Seeeinheiten, die natürlich noch ins Repertoire dazukommen. Also man hat hier doch schon eine große Fülle an Units, was ich echt cool finde. Da sieht man sogar schon welche. Nein, wir dürfen uns nicht spoilern lassen. Nein. Naja. Es gibt sogar recht viele, sehe ich gerade. Naja, anyway. Nation wechseln. Cool. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht. Beim nächsten Mal kümmern wir uns dann vermutlich erstmal um diese beiden Nebenmissionen, sodass wir dann beim übernächsten Mal uns um das hier kümmern. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe, ihr auch. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.